Diese Hollywood-Ikone verzaubert nach einem Jahrhundert immer noch Menschen auf der ganzen Welt. Händler Julian Schmitz-Avila hingegen ist ihrem Charme bisher nicht erlegen. Sag mir adieu. Also ich bin 86 geboren und muss sagen, mir sind die glanzvollen Zeiten von Marlene Dietrich eigentlich gar nicht so bekannt. Aber was ich weiß, auch in meinem familiären Umkreis, löst Marlene Dietrich Schockzustände aus. Das ist ja kein Gemälde, das ist ein Druck. Genau, oder? Es ist nicht handgemalt, sondern es stellt ein Gemälde dar. Das ist die Sache. Und zwar hat Gottfried Helnwert dieses Gemälde ursprünglich mit diesem Motiv geschaffen. Das wurde mehrfach dann als Farblithografie praktisch bearbeitet und in verkleinerter Form gezeigt. Es gibt sowohl eine Bleistiftsignatur von Marlene Dietrich als auch die Unterschrift von Gottfried Helnwein selbst. Persönlich muss ich ganz ehrlich sagen, mein Ding ist es nicht, aber ich weiß, es lässt sich sehr gut verkaufen. Hier unten sehen wir die Abkürzung E.A. und das bedeutet Épreuve der Artist, also zur Prüfung durch den Künstler. Die sind traditionell eigentlich nicht in den Handel gelangt. Bei den EAs scheint es sich um eine vielleicht nur auf 5 Exemplare bemessene Auflage zu handeln. Also das ist sehr, sehr wenig und das macht die Sache besonders. Ich halte bis zu 5.000 Euro realistisch, denn gerade die Signatur von Marlene Dietrich, die macht es besonders. Wirklich besonders, weil nicht nur der Künstler unterschrieben hat, sondern Marlene auch selber, stimmt's? Korrekt, ja. Ich habe mich erstmal mit einem niedrigen Gebot reinbewegt, um zu eruieren, wer ist denn alles dabei? Wer macht mit und gegenüber wem muss man sich am Ende durchsetzen? 400 Euro staatlich. 500. 55. 900. 950. 1200. Als das Bieten dann losging, war es relativ schnell klar, Roman ist dabei, Lisa ist dabei, David ist dabei, Jan ist dabei und Julian ist dabei, also alle 5 Händler. 1300. 16. Mhm. 1650. Hm. 1700. Helfen Sie uns mal auf die Sprünge. Wo ist Ihre Vorstellung? In Richtung Expertise auf jeden Fall. 5000 Euro. 5000 Euro hätte ich auf keinen Fall gegeben. Ja, in dem Moment kam natürlich dann irgendwie eine gute Idee auf. Sollen wir es zusammen riskieren mal? Können wir mal testweise machen. Okay. Ja. Wären Sie mit 2,7 einverstanden? Ich würde mir das Risiko mit dem David teilen, vorausgesetzt, er hätte Lust dazu. Ja, wir müssen bei 2,8 vielleicht treffen. Ja. Dann Julian, oder? Ja, 2,8. Würde ich sagen, ja. Okay. Grundsätzlich ist das nichts Ungewöhnliches, dass im Kunsthandel sich mehrere Parteien mal zusammentun. Und so haben wir das Risiko einfach ein bisschen runtergesetzt. Vielen Dank. Tschüss. Um diese Lithografie gewinnbringend zu verkaufen, ist es in meinen Augen nach nötig, einen neuen Rahmen drum zu fügen, ein schöneres Passepartout und das Ganze einfach etwas wertiger darzustellen. Diesen Auftrag gibt Julian in die vertrauensvollen Hände von Restaurator Tillmann Holly. Der Kunstdruck ist inzwischen wieder in dem Rahmen, in dem er die letzten 20 Jahre verbracht hat. Der erste Schritt ist erstmal, dass ich diese Metallleiste, die muss ich auseinandernehmen, um dann an die Grafik heranzukommen. Vorsichtig. So. Jetzt kommt der spannende Moment. Jetzt wird sich natürlich herausstellen, wo jetzt vielleicht Schäden an der Grafik sind, aber nein. Es ist alles fantastisch, alles sehr gut. Passend zu Superstar Marlene Dietrich kann natürlich auch nur eine ähnlich schillernde Leiste für die neue Rahmung genutzt werden. Das ist jetzt die Leiste, die haben wir so ausgesucht. Jetzt muss ich schauen, wie sich das Zusammenspiel Rahmen und Passepartout, wie das aussieht. Das wollen wir jetzt ein bisschen erproben. Ich habe dann immer noch einen Trick zur Hand und halte mit einer Pappe die Ecken ab und kann dann ein bisschen weiter denken, weil das Gehirn bekommt den Schnitt nicht mehr mit, als wäre das Bild schon gerahmt. Das sieht eigentlich sehr gut aus. Das könnten wir nehmen. Gewöhnlich stellt der Restaurator seine Rahmen komplett selbst her. Doch in diesem Fall ist die Sache etwas einfacher. Der Aufwand sowie der spätere Verkaufspreis müssen sich die Waage halten. Ich werde jetzt aus den einzelnen Leisten den Rahmen zusammenbauen. Es wird jetzt erstmal Leim an diesen Kontaktflächen aufgetragen und dann wird er hier mit diesem Gerät von unten Klammern reingeschossen. Bei dem Gerät handelt es sich um eine pneumatische Heftmaschine, die sekundenschnell die Klammern in den Rahmen schießt. So, der ist gut.
Hohe Präzision wird auch beim Museumsglas verlangt, denn dieses wird passgenau von Hand geschnitten. Also das ist ein Museumsglas, das hat also eine UV-Schutz mit drin, dass die Sonne, die UV-Belastung das Bild nicht zerstört. Das Glas hat natürlich einen erheblichen Preis, den muss man natürlich mit einkalkulieren. Weil das ist jetzt wirklich, die Scheibe kostet 300 Euro. Mit einem Glasschneider fügt der Experte der Scheibe eine Kerbe zu. Bei gleichmäßigem Druck wird das Glas anschließend sauber abgetrennt. Durchatmen wieder erlaubt. Jetzt muss nur noch das ausgewählte Passepartout zugeschnitten werden. So, ich muss jetzt das Bild noch mal justieren und noch mal nachmessen, wie ich jetzt am geschicktesten das Passepartout zuschneide. Also dann habe ich jetzt hier 10, 10, 10. Und hier unten sollte man immer etwas mehr nehmen. In der Optik fällt das Bild immer runter. Also wenn man also es rundherum gleich wäre, ja, wenn man es rundherum überall 10, 10, 10 machen würde, dann würde es so optisch aussehen, als wäre es unten zu wenig. Ja, das ist so ein Passepartout-Zuschneider. Da kann man also hier die Passepartouts auf einen Millimeter genau schneiden. 10, 11, so, haben alles eingestellt. So, sauberer, schöner Schnitt. Es folgt die Probe aufs Exempel. Passen alle Einzelteile zusammen, die Spannung steigt. Das ist dann spannend, genau, das ist die große Hochzeit, wenn dann alles zusammengeführt wird und dann kann man sehen, ob man alles richtig gemacht hat. 6 und auch hier 6. So, jetzt stimmt es. Der Restaurator achtet außerdem darauf, dass keine groben Staub- und Schmutzpartikel mit eingerahmt werden. So, jetzt muss ich das festtackern. Nee, sieht echt schick aus. Ich bin natürlich gespannt, was Julian sagt. Ich hoffe, dass ihm das gefällt, was wir hier so gezaubert haben. Ich bin gespannt, was Tillmann da geleistet hat und freue mich, das jetzt abzuholen, auf jeden Fall. Spannung, Spannung, Spannung. Tillmann! Sei gegrüßt! Grüß dich. Alles gut? Spannung steigt. Ja, Spannung steigt. Ja. Hast du was vorbereitet? Ja, soll ich mal zeigen? Ja, unbedingt. Ah, ja, hör mal. Jetzt wird doch ein Schuh draus. Ich habe so ein bisschen Kühle reingebracht. Ja. Ein bisschen ich will mal sagen, ein bisschen Eleganz. Ja, Eleganz. Ja. Hör mal, ich wusste, ich kann dir das genau geben. Mein Kollege, der David, mit dem ich das zusammen gekauft habe, hat gesagt, wem gibst du das? Ich habe gesagt, keine Sorge, das ist in besten Händen. Und so ist wirklich sehr schön verkäuflich. Meine Seele fliegt zu dir dann. David und ich haben 2.800 Euro an den Verkäufer bezahlt. Dazu kommt die Restaurierung hier bei meinem Freund Tillmann. Ich schätze sie, ich habe noch nicht die Rechnung, auf 700 Euro sind wir bei 3,5. Expertise war 5.000. In dem Zustand, in unserem Zustand jetzt vielleicht noch ein bisschen höher, also zwischen 5.000 und 7.000 Euro. Ganz herzlichen Dank. Ja, beste Grüße an deine Frau. Ich bin so froh, dass ich das Bild jetzt so schön in meinen Händen halte. Das nehme ich jetzt direkt mit in meinen Laden. Da kriegt es einen ausgesprochenen Ehrenplatz.